Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Heute mal wieder eine andere Perspektive, aber mein Zimmer ist halt immer noch komplett voller Kisten und ich komme nicht mehr zu meinem Bett. Aber ich teste heute eine Riegel. Machen wir beide mal wieder. Und zwar von Mammut. Und Mammut Crunchy Protein Bar Raspberry White Chocolate. Genau, und zwar habe ich den entdeckt in Müller in Heidelberg. Das gibt es bei uns hier nicht. Und zumindest komme ich nirgendwo hin. Und ich hatte, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren gehört, dass die ganz gut sein sollen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich fand Raspberry White Chocolate klingt gut. Hoffe mal, dass es nicht übertrieben süß ist und künstlich schmeckt. Das riecht schon sehr... das wird süß. Bei dem Wetter süß wird interessant. Aber ich blende euch kurz die Nährwerte ein. Und zwar... Ich mache das jetzt immer so schön mit einer Anzeige. Ein Riegel hat 166 Kalorien, 6,7 Gramm Fett, 14 Gramm Kohlenhydrate, davon 1,8 Gramm Zucker und 15 Gramm Protein. Also es klingt gut. Wow, pretty. Also er sieht sehr, sehr gut aus. Also ich hatte ihn extra im Kühlschrank. Konsistenz ist mega. Die Himbeere schmeckt eher süß, künstlich und weniger natürlich, aber ich muss sagen, es ist weniger süß, als ich es befürchtet hatte. Zumal da sogar weiße Schokolade drumherum ist, also ich habe echt Schlimmeres erwartet. Aber geschmacklich echt gut. Diese Protein-Dings-Schicht hat sowas leicht doughy mit so Stücken drin, also so richtig wie so purer Keksteig, habe ich das Gefühl. Ein bisschen härter, aber so, es ähnelt so daran. Da steht nicht, was für einen Geschmack der Proteinlayer hat. Finde ich gerade super lustig. Also ich könnte mich auch nicht herausfinden, was es ist. Es schmeckt halt einfach gut. Also man hat halt wirklich einfach diesen weißen, sogar der Raspberry-Geschmack im Vordergrund. Und ich denke mal, das andere ist halt einfach nur eine Schicht, damit man das Protein reinbekommt und ein bisschen mehr Konsistenz hat. Aber es stört mich auch nicht, dass es keinen einzelnen Geschmack hat, weil es die Konsistenz halt wirklich rausreißt. Also Konsistenz kann ich nichts meckern, finde ich super. Aus dem Kühlschrank richtig schön erfrischend. Wie gesagt, nicht allzu süß, obwohl ich jetzt echt befürchtet hatte, dass ich gleich einen Zuckerschock bekomme. Aber es ist gut ausbalanciert. Wie gesagt, es könnte ein bisschen natürlicherer Himbeergeschmack sein, das ist jetzt einfach so, Aber an sich bekommt es bei mir 4 von 5. Also würde ich mir auch wiederholen, würde ich auch wieder essen. Ich finde auch die Nährwerte mit 166 Kalorien ist ein super Snack für zwischendurch und trotzdem 15 Gramm Protein. Und davon nur 1,8 Gramm Zucker war es. Ja, also würde ich mir safe wiederholen. Werde ich auch bestimmt andere Sorten testen. Ich weiß gerade nicht mehr, was der Preis war, leider. Aber ich dachte, es war nicht über 2... Also es ist auf jeden Fall unter 2,50. Deswegen, ich kann ja nochmal gucken, ob ich ihn finde, dann blende ich ihn euch ein. Aber kann ich empfehlen. Kennt ihr die Mammutriegel vielleicht schon? Ich glaube, die gibt es nämlich auch auf Amazon manchmal im Angebot, so als ganze, als große Packs. Und ich kann es ja nicht, deswegen wollte ich nicht riskieren. Aber ich glaube, ich werde mir auch mal so eins holen. Ich werde vielleicht auch andere Sorten testen, wenn ich sie finde. Und genau. Dann danke schön fürs Einschalten. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich auch gerne über Ideen und Wünsche in den Kommentaren freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!